Anfang der 60er Jahre. Da ist sie ja übrigens zum ersten Mal im Fernsehen aufgetreten. Und zur selben Zeit ist in Sachsen eine der bekanntesten und wichtigsten Rockgruppen des Ostens gegründet worden. Übermorgen feiert die Band ihr 40. Bühnenjubiläum. Für viele heute renommierte Musiker waren sie so etwas wie die Rockschule der Musiknation. Wer bei ihnen dazugehörte, der hat später zum Beispiel bei den Pudis, bei Silly oder Veronika Fischer mit den Ton angegeben. Sage und schreibe, 45 Musiker haben irgendwann einmal in diesen 40 Jahren bei der Stern-Combo Meißen gespielt und gesungen. Sänger Reinhard Fissler ist seit 1996 wieder mit dabei. Vor 4 Jahren, Sie werden es sicherlich wissen, wurde er unheilbar krank. Aber für viele verbindet sich gerade seine Stimme nach wie vor mit den Sternen aus Meißen. Auch heute Abend hier bei der Goldenen Henne. Stern-Combo Meißen. Also was soll aus mir werden? Ist nicht alles schon getan? Hierzulande, hier auf Erden, was fang ich noch Großes an? Es erfanden die Erfinder und die kundigen taten kund. Was entdeckten die Entdecker? Die Erde ist lang schon rund. Also was und wo ist meine Bahn? Großen Weltenplan, oder taug ich nicht so viel, dass ich da eine Rolle spiel? Hab ich alles, was ich kann, ausgespielt und hergetan, oder halt ich still zurück, mich für ein privates Glück? Thank you.
Tode, wenn der Name nicht tritt. Und wie bleibt der Name, wenn Geschichte er schreibt? Wie schreibt er Geschichte, wenn er entdeckt, wenn er entdeckt, was sich unseren Blicken bisher noch versteckt? Was bleibt nach dem Tode, wenn nicht bleibt, wenn nicht bleibt der Ruhm? Was bleibt nach dem Tode? Große Tat, großes Menschentum. Was bleibt nach dem Tode, wenn nicht bleibt, wenn nicht bleibt der Ruhm? Was bleibt nach dem Tode? Große Tat, großes Menschentum. Was bleibt nach dem Tode? Reinhard Fissler und die Sterne, die Sternkombo Meißen.